Wer in den nächsten Tagen den Landschaftspark Duisburg-Nord besucht, erlebt eine besondere Atmosphäre. Neben der imposanten Industriekulisse erwartet die Besucherinnen und Besucher der Sommermarkt. An über 70 Ständen gibt es vieles zu entdecken. Von Kunsthandwerk bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten ist alles dabei. Auch Textilprodukte von Fee Wirges. Die 24-Jährige ist zum ersten Mal auf dem Sommermarkt vertreten und verkauft ihre selbstgestalteten Produkte. Ja, ich bin die Fee und ich habe im Februar so ein kleines Fair Slow Fashion Label gegründet und bedrucke hier alles selber. Ich mache Siebdruck auf T-Shirts, mal dann auch die Designs. Und ja, jetzt ist mein erster Stand hier. Ich bin sehr gespannt, was das noch so bringt, jetzt das Wochenende. Also, dass es nachhaltig produziert ist, das ist mir total wichtig, dass alles aus Bio-Baumwolle ist und ja, dass alle Menschen gut bezahlt werden, die da so in der Lieferkette mitarbeiten. 3 Tage lang lädt der Sommermarkt zum Stöbern und Flanieren ein. Parallel dazu läuft das Stadtwerke Sommerkino, dessen Gastronomie und Biergarten direkt nebenan sind. Der Sommermarkt kommt gut an. Schon kurz nach Eröffnung des Marktes strömten zahlreiche Duisburgerinnen und Duisburger in den Landschaftspark. Die mittlerweile 3. Ausgabe des Sommermarktes erfreut sich großer Beliebtheit. Inspirieren. Wir lassen uns inspirieren und ich bin nicht auf der Suche nach irgendetwas Besonderem. Ich bin erst ein paar Stände abgelaufen, war vor 2 Jahren schon mal hier und komme von weiter her. Ich komme aus Potsdam. Meine Heimat ist halt hier und das passte jetzt gerade. Als ich hörte, dass das heute wieder ist, bin ich gleich hin, um noch mal zu gucken. Es gibt immer tolle Sachen zu entdecken hier. Also wir sind das erste Mal hier dieses Jahr. Wir schauen mal, was so alles hier an Ständen gibt. Und bisher, wir haben erst 2 kleine Wege hier durchlaufen und das gefällt uns bisher schon ganz gut. Der Sommermarkt ist das sommerliche Pendant zum beliebten Lichtermarkt im Winter. Obwohl es den Sommermarkt noch nicht so lange gibt, hat er sich schnell etabliert. Händlerinnen und Kunsthandwerker schätzen ihn sehr. Miriam Kasten, Veranstaltungsmanagerin, erhielt zahlreiche Anfragen und musste auch einigen Interessenten absagen. Sie freut sich über die positive Resonanz von allen Seiten. Ja genau, also wir haben, glaube ich, vor 5 Minuten quasi erst eröffnet und wie man sieht, hier laufen schon richtig viele Gäste rum. Die haben auch, glaube ich, darauf gewartet, dass es losgeht. Wir haben dieses Jahr 72 Stände, das heißt noch mal ein paar mehr als letztes Jahr. Und es ist ganz bunt gemischt. Es gibt Kinderkleidung, es gibt gemalte Bilder, es gibt Schmuck, es gibt Upcycling-Produkte. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Also der Markt wächst jedes Jahr aufs Neue. Es kommen immer mehr Bewerber. Ich musste ein paar noch absagen. Es gab auch noch ein paar auf der Warteliste, falls mal jemand abspringt. Also wir hätten auch theoretisch noch eine Reihe aufmachen können. Noch bis Sonntag können Besucherinnen und Besucher den Sommermarkt kostenlos genießen. Egal, ob man gezielt nach etwas Bestimmtem sucht oder sich einfach überraschen lassen möchte. Der Sommermarkt bietet für jeden Geschmack etwas. Wer neugierig geworden ist, sollte die Gelegenheit nicht verpassen. Es gibt sicherlich die ein oder andere Überraschung zu entdecken.